Jo Freunde, ganz herzlich willkommen in der vierten Episode meines Podcasts, des Samuel Lift Podcasts, Freunde. Ihr wisst Bescheid, abchecken auf YouTube, Spotify, iTunes und sonst irgendwo, wo es halt Podcasts gibt, glaube ich, findet ihr den Podcast auch. So, ich hoffe, ihr habt den letzten Podcast gesehen, die Folge 3. Dort habe ich nämlich ein wundervolles Interview führen dürfen mit einem sehr, sehr liebevollen Menschen in meinem Umkreis, in meinem Umfeld. Und der hat sich da so ein bisschen geäußert gegenüber einigen Geschichten, die er in der Vergangenheit erlebt hat. Und besonders vertieft sind wir auf das Thema Mobbing eingegangen, was wirklich sehr interessant war für mich zu hören und eventuell auch für dich da draußen, denn das Thema ist ja für die meisten Menschen sehr populär. Doch, heutiges Thema hat vielleicht auch ein bisschen was mit Mobbing zu tun, aber wahrscheinlich eher weniger, denn es gibt sehr viele Faktoren, warum so ein Thema für mich und für euch da draußen präsent sein kann. Das heutige Thema ist, wie gehe ich um mit negativen Gedanken? Und ich kann dir heute gar nicht so eine richtige Antwort darauf geben, wie du mit richtigen Gedanken umgehen kannst, mit negativen Gedanken richtig umgehen kannst. Ich möchte vielmehr dich selber fragen, wenn du da einen Tipp hast für mich, wenn du einen Trick hast, wie du mit negativen Phasen, mit Tiefphasen umgehst, um diese schnellstmöglich wieder zu verlassen, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir da einfach bei Instagram eine DM schreibst oder bei YouTube in die Kommentare irgendwas schreibst oder mich per Mail anschreibst, keine Ahnung, denk dir da irgendwas aus. Ich möchte für mich selber herausfinden, wie es der schnellste Weg ist, um aus negativen Gedanken wieder rauszukommen. Warum das Thema für mich präsent ist, das kann ich jetzt mal kurz mit einbringen. Ich hatte gestern zum Beispiel wieder einen sehr negativen Tag. Ich war für den Schultag, gestern war Schule. Ich bin in der Ausbildung, mache parallel Fachabitur, habe in der Woche meinen Führerschein geschafft. Also bekomme quasi aus einer sehr guten Woche. Ich habe am Mittwoch meinen Führerschein bestanden, habe in der Woche einiges erlebt, was mich privat sehr gefreut hat. Und direkt nachdem ich den Führerschein bestanden habe, am nächsten Tag konnte ich nicht schlafen. Und hatte Schule. Ich war für den Tag schon entschuldigt. Also für den ganzen Schultag war ich quasi freigeschrieben, weil ich demnächst eine Operation habe. Darüber wissen die meisten schon Bescheid. Ich war auf jeden Fall für den gesamten Tag freigeschrieben, also krank gemeldet. Und musste oder sollte dementsprechend auch nicht zur Schule gehen. Ich konnte auch nicht schlafen, habe so gemerkt, nee, selbst wenn ich jetzt gehen wollen würde, würde das nichts bringen. Es war schon 6 Uhr. Ich hätte eigentlich jetzt schon losgemusst und dachte mir so, nee, eigentlich nicht. Dann habe ich mich irgendwie in der letzten Sekunde nochmal aufraffen können und bin zur Schule gefahren. Komme dann also in der Schule an, komplett durchgehetzt, muss da gar nicht sein, habe eigentlich mit einem Fach gerechnet, was eigentlich dran für mich wäre, hatten da einen Vertretungslehrer, auf das Fach ich mich überhaupt nicht gefreut hatte. Komme also dahin erstmal mit einem negativen Gedanken, kacke, jetzt bin ich extra hergekommen, um dieses eine Fach zu machen, um dann zu erfahren, dass das Fach heute ausfällt und wir ein anderes Fach machen müssen. Ich musste gar nicht auf die Fächer direkt eingehen. Und dann habe ich mich dann 90 Minuten lang da tot gequält, quasi mit Kopfschmerzen des Grauens und 90 Minuten überlebt. Und dann im nächsten Block hatten wir eine Deutschklausur geschrieben. Eine Woche davor hatten wir eine Deutschklausur geschrieben und diesmal sollten wir die Arbeiten zurückbekommen. Ich hatte in der letzten Klausur überdurchschnittlich gute Leistungen erbracht. Ich hatte, glaube ich, die beste Klausur mit 12 Notenpunkten 2 und habe bei dieser Klausur schon gewusst, dass die schlechter ausfallen wird. Habe dann aber nicht mit einer so schlechten Note gerechnet, wie ich sie dann bekommen habe und war dementsprechend auch dann sehr negativ eingestellt. Und bei mir ist es oft der Fall, dass wenn ich einmal am Tag, unabhängig wann, das kann morgens sein, morgens am schlimmsten, es kann Mittag sein, es kann Abend sein. Sobald ich eine extrem negative Erfahrung sammeln muss, also negative Erlebnisse, Eindrücke bekomme, geht es mir sofort schlecht. Und ich möchte verstehen, wie man diese negative Energie, diese negativen Gedankenwellen, diese Tiefphasen aus einem rausbekommt. Ich habe alles probiert an dem Tag. Ich habe probiert, das zu machen. Hat auch funktioniert. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Ich habe probiert, Sport zu machen. War alles nicht ganz so top. Ich habe immer im Hinterkopf gehabt, scheiße, mir geht's schlecht. Aber ich habe probiert, mich davon abzulenken. Heute geht es mir schon etwas besser. Zumindest was das Problem gestern angeht. Heute sind wieder andere Probleme dran. Aber ich probiere mich, wenn ich diese Tiefphasen habe, meinen einzigen Tipp, den ich dir geben kann, ich probiere mich schnellstmöglich von dem Gedanken abzubringen, dass dieser negative Eindruck, den ich gerade gehabt habe, so wichtig ist. Weil sobald du etwas für wichtig empfindest und wichtig Negatives für dich empfindest, ist es schlimm für dich. Aber wenn du es in deinem Hinterkopf, in deinem Kopf als unwichtig abstempeln kannst, weil das ja in einer Woche oder in 2 Wochen ist das Thema, was dich jetzt bedrückt,
wieder komplett unwichtig. Es hat niemanden mehr interessiert, was dir heute, gestern, vor 5 Minuten passiert ist. Das müssen wir meiner Meinung nach versuchen zu verstehen. Hast du, wenn du eine andere Meinung hast, wenn du einen besseren Tipp für mich hast, mit diesen negativen Gedanken umzugehen, anstatt sie schnellstmöglich aus dem Leben rauszubekommen und auf dem schnellsten direkten Weg mit Gedankenkraft, mit probieren, eben diesen negativen Gedanken nie wieder probiert in den Kopf reinzulassen, darüber gar nicht mehr nachzudenken und einfach die nächsten Dinge, die nächsten Aktivitäten im Kopf zu haben. Das ist bisher meine Herangehensweise und klappt semi-gut. Mal klappt es besser und mal weniger. Unabhängig davon, wie schlimm, wie stark dieses negative Problem in meinem Kopf drin ist. Und ich möchte einfach von euch wissen, habt ihr da einen anderen Tipp für mich, wie das am ehesten funktioniert? Ich möchte Master your mind. Ich möchte meinen Kopf verstehen. Ich möchte verstehen, wie ich ihn in Richtungen lenken kann, die für mich als Mensch zu einer positiven Entwicklung führen. Ich möchte mich einfach positiv entwickeln und möchte mich aufhören, so viel am Tag mit negativen Dingen zu beschäftigen. Weil negativ macht keinen Spaß. Ich bin zwar erst 18, aber ich sage dir auch schon mit 18 Jahren, das Leben ist zu kurz, um sich den ganzen Tag mit negativen Dingen zu beschäftigen. Das ist nichts, was ein Mensch tun sollte, sich mit negativen Dingen. Ich habe mich schon mein Leben lang mit negativen Dingen beschäftigt und ich möchte damit ab sofort aufhören und probiere heute auch mit diesem Podcast hier euch ein bisschen was mitzugeben. Probieren euch zu motivieren, euch helfen, selbst zu reflektieren, darüber nachzudenken, wie ihr euch mit euren Gedanken aushelfen könnt. Es ist alles, ich höre es so oft, dass die Gedanken sehr machtvoll sind. Habe es nie geglaubt. Ich bin auch heute, es ist sehr schwierig, nur zu verstehen, wie stark die Gedanken sind, wie viel Macht du mit deinen Gedanken erwirken kannst, wie viel Kraft du aus den Gedanken ziehen kannst. Es ist auch schwer für mich aktuell zu unterscheiden, ob ich jetzt körperlich müde bin oder einfach nur psychisch müde bin vom Tag, von der Woche oder ob mein Körper einfach kaputt ist, weil ich wenig geschlafen habe, wie auch immer. Ob das so ein Zusammenspiel ist aus Physis und Psyche, aus Körper und Geist, aus Yin und Yang, wie auch immer, Freunde. Ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Nochmal zusammenfassend, ich versuche, meine negativen Gedanken schnellstmöglich auf dem direkten Weg aus meinem Kopf rauszubekommen und andere Sinneseindrücke, die mich glücklich machen, reinzubekommen. Und mit diesen letzten Worten, dass ihr euch reinbekommt, Freunde, um glücklich zu werden, um Dinge zu tun, die euch Spaß machen, wünsche ich euch auf alles, wie sagt man, wünsche ich euch alles Gute bis zum nächsten Podcast, der Folge 5. Ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen helfen können. Ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören. Ich möchte mich ganz kurz bedanken. Ich habe in den letzten Wochen so viel positives Feedback auf Instagram bekommen, auch Anfragen bezüglich Ernährung. Ich habe in meiner Freizeit machen dürfen, was ich machen möchte mein Leben lang. Menschen helfen, Ernährungsberatung, Psychologie, Beratung geben, so gut ich es eben kann. Ich bin kein Psychologe, ich bin auf keineswegs jemanden, dem du so viel Glauben schenken möchtest. Aber du kannst mich wenigstens als ein Mittel, eine Quelle verwenden, wie du alle anderen Menschen auch in deiner Umgebung nimmst, um dir zu helfen. Das möchte ich tun. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche, einen schönen Monat, ein schönes Jahr 2019 und ein schönes Leben. Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao, ciao.